Hey, wir sind in Schweden und wir sind heute bei meinem ältesten Freund Anders Berg, der mir viele, viele Häuser gebaut hat und heute auch noch baut. Und ich will euch einmal sein Haus zeigen. Seid gespannt, das ist eine absolut geile Haustour. Also, wir sind heute in Ingarö in Schweden, in den Skären. Und mein ältester Freund Anders Berg wohnt hier. Und ich will euch heute mal sein Haus zeigen, weil ich denke, das inspiriert euch. Und wie alles in Schweden, man kommt vom Wasser nach oben. Es ist halt alles sehr steinig und man muss sich beim Bauen viel einfallen lassen. Das Haus ist ein altes Haus gewesen, was er sich vor 20 Jahren hier gekauft hat. Ich kenne es noch, als er es ganz frisch gekauft hatte. Da war ich schon hier. Und das Haus ist 1960 gebaut worden und er hat es vergrößert, umgebaut. Und deswegen ist es ein bisschen außergewöhnlich, aber ich will euch das zeigen, auch wie er es gebaut hat, auch mit stellenweise mit wenig Mitteln und mit Kreativität. Weil ihr kennt ja mein Credo, etwas, was schön aussieht, dazu braucht man Intelligenz und guten Geschmack und nicht so viel Geld. Geld ist nicht das Allerwichtigste, sondern die Ideen und der Kopf. Also kommt mal mit. Man hat die zwei Möglichkeiten. Entweder kommt man von unten, vom Meer nach oben. Also da ist ein kleiner Anlegeplatz und er hat auch ein kleines Boot da oben, da unten. Und man kommt von der Seite hoch, wie ich euch das gerade gezeigt habe. Oder man fährt von der anderen Seite an und dann kann man ganz normal übers Festland hier anfangen. Von Gustavsberg ist es ungefähr 11 Minuten und dann ist man auf Ingarö und dann ist man hier. So, und das hier ist der Haupteingang und hier geht hinten die Terrasse weiter. Ich zeige euch erstmal hier noch ein Stück auf der Terrasse. Vielleicht für alle, die Hunde haben und Kinder und eine Absturzsicherung machen wollen. Er hat einfach den Zaun, der übrigens, das ist alles kesseldruckimprägniertes Holz, Fichte und dann anschließend geölt in dieser Farbe. Er hat alles in dieser Farbe, in dieser grünen Farbe gemacht. Und wenn Besuch kommt und die haben Hunde oder sowas und kleine Kinder und keiner soll rausrennen, dann hat er hier einfach ein Zaunfeld gemacht, das er hier einhängt. Und das ist hier nur zur Seite getan. Das finde ich ganz intelligent. Man macht sich sonst immer so einen Kopf, wie man alles macht, aber es geht mit einfachen Lösungen, geht eben vieles zu regeln. Und mal ein kurzer Blick an die Porch, die am Morgen genutzt wird. Also dieses Haus hat rundherum Terrassen, ist auch logisch. Einmal, weil die Sonne von der anderen Seite kommt, aber im Norden eigentlich der schönste Blick ist, weil man da ins Meer schauen kann oder aufs Meer schauen kann. Und hier vorne ist die Frühstücksterrasse und dann geht's ums Haus rum und da ist die Abendsterrasse, wo eine schöne Outdoor-Küche zu sehen ist. Also sehr viel hier zu zeigen, deswegen zeige ich euch eins nach dem anderen. Und jetzt gehen wir als erstes hinein. Und natürlich hat man hier die Überdachung, ganz klar. Und hier sieht man auch das alte Holz, unten, was für eine dicke Schwelle dort noch ist, also wie das früher gebaut wurde. Und es ist auch Nut- und Federbretter wurden hier damals genommen. Und die Ecken haben auch diese alten Rillen eingefräst, so wie wir das im Grunde genommen heute auch noch machen, bei den romantischen Häusern jedenfalls. Und dann haben wir hier natürlich die doppelte Tür. Und da ist natürlich der Matchroom. Logisch, jeder Schwede hat einen Matchroom. Den zeige ich euch nachher. Aber gehen wir mal auf diese Seite rein. Also, das ist hier der Eingangsbereich. Also auf beiden Seiten offen, auf beiden Seiten eine Porch und auf beiden Seiten überdacht. Hier geht es auf die Rückseite, die ich euch nachher noch zeige. Und hinter mir ist der Gästebereich. Und den zeige ich euch jetzt. Also als erstes haben wir die Gästetoilette, also ein Gäste-WC. Ein ganz kleines ist das, auch nur mit einer Lüftung und nicht mit einem Fenster. Aber ganz witzig gemacht, natürlich mit Tapeten, mit Vögeln und Blumen. Und ja, natürlich ist auch wieder die Schwedenpaneele an der Wand und ein ganz kleines Waschbecken.
daneben das Gästezimmer. Da sieht man auch, wie alt das Haus ist und dass die Decken noch angeschrägt sind. Und es ist mit einer tollen Pfandfarbe gestrichen hier in Taub. Und natürlich sind hier auch noch Heizkörper logischerweise, weil das Haus halt sehr alt ist und noch keine Fußbodenheizung hier. Damals gab es das natürlich noch nicht. Das war 1960, als das Haus gebaut wurde. Und dann seht ihr mal, wie alt Holzhäuser werden. Weil manchmal wäre ich ja gefragt, wie alt so ein Schwedenhaus werden kann. Also 150 Jahre locker, locker. So, dann haben wir hier das Gästebad. Und im Bad hat sich der Bauherr hier eine Sauna eingebaut. Und die nutzt er natürlich am liebsten selbst. Und was ganz witzig ist, ist das runde Fenster, was hier ins Bad eingebaut wurde. Und ansonsten auch IKEA-like von IKEA ein Unterschrank, der hier genutzt wurde. Und jetzt gehen wir nach vorn. Und vorn ist natürlich die beste Aussicht. Und hier kommt der Küchenbereich, den erkläre ich euch gleich. Und nach vorn sehe ich natürlich das Wasser und die Wälder und die Schären. Also habe einen richtig mega geilen Ausblick hier. Und die Küche hat sich der Bauherr also anders komplett selbst gebaut. Alles, was ihr hier seht, ist völlig selbst gebaut. Also jeder Schubfach, den hat er selbst gebaut und selbst angefertigt. Und das Material für die ganze Küche hat ungefähr 1000 Euro gekostet, hat er mir gesagt. Und ich zeige euch mal ein paar coole Details. Und hat wieder was damit zu tun, dass es nicht am Geld liegt, sondern es liegt immer an der Kreativität. Hier, das ist noch vom alten Haus, das ist der alte Kaminschornstein und das ist eine alte Speisekammer, auch damals schon als Speisekammer genutzt. Und dieser Raum hat hier unten, wenn ihr hier unten seht, dann seht ihr ein Lüftungsgitter, seht ihr? Und das Haus steht ja praktisch wie auf Stelzen, also der Boden von dem alten Haus, wo wir jetzt drin sind. Man hört den auch ein bisschen knarzen, wenn man hier lang geht. Also dieser alte Boden ist also ganz aus Holz und steht wie auf Stelzen. Und unten drunter sind ja die Scheren, also ist richtig Stein und ja, und es ist hohl unten drunter. Und da ist immer kühl und da kommt die kalte Luft, die kühle Luft kommt hier in die Speisekammer. Und das hat sich anders hier einfach etwas mit Styrodur beklebt, damit es schön kühl bleibt. Und das ist ein ganz kalter Raum, auch im Sommer. Das finde ich eine mega coole Idee, finde ich das, genau. Und hier haben wir den Kamin und das finde ich genauso schön. Ich finde das total abgefahren, wenn man sitzt und wenn man vor allen Dingen, wenn man hier am Tresen sitzt, an der Theke sitzt, einer kocht dort und dann kann man in Augenhöhe das Kaminfeuer beobachten. Und das ist auch eine ganz schöne Atmosphäre und ich mag das total, dass in der Küche so ein Kaminofen in dieser Höhe, also richtig in Augenhöhe ist. Und das hat er hier echt cool gemacht und echt gut gelöst. Die Dunstabzugshaube ist auch selbst gebaut. Und ihr müsst vielleicht noch sehen, wie einfach die Schränke gebaut sind. Die Scharniere sind außen drauf gesetzt, dadurch geht es einfach. Und es ist wirklich alles mit der Hand gemacht. Auch hier, auch eine einfache Idee. Der hat er das so rund ausgesägt und mit den Stangen versehen, dass die Teller reinkommen. Oben hat er ein Brett gemacht, was rund ist und alles hat in dieser grünen Farbe gestrichen. Ja, und das ist, ich finde sie schön. Sie ist einfach, aber total schön. Und das Wichtigste ist natürlich hier, daneben geht es noch in den Mudroom. Und den muss ich euch auch zeigen, weil es ein richtiger typischer schwedischer Mudroom ist. Und das bedeutet, hier habt ihr die Wärmepumpe, die das ganze Haus heizt. Das ist hier. Man beachte, I love Germany. Und daneben etwas, dann kommt wieder ein Schrank daneben. Und das hier ist etwas, was ihr nicht kennen werdet. Also das ist was ganz Typisches für Schweden. Fehlt in keinem schwedischen Haushalt. Und das ist ein Wärmeschrank. Das ist ein Schrank, der ungefähr sich auf 30 Grad erhitzt. Und hier kann man etwas trocknen lassen.
was vielleicht nicht in Trockner rein soll oder was man nicht draußen hinhängen will. Oder wenn man zum Beispiel verschwitzte Sachen oder sowas hat oder wenn irgendwas feucht geworden ist, dann macht man das in diesen Wärmeschrank, der 30 Grad bringt. Ja, und das ist jetzt ein schwedischer Mudroom. Hier wird nur Wäsche gewaschen und geheizt. Ja, und hier habt ihr jetzt einen Eindruck von dieser kleinen Küche, die voll in Handarbeit gemacht wurde. Und hier sitzt die Familie und isst und hat natürlich hier einen perfekten Ausblick. Das ist natürlich mega, mega cool. Als ich das letzte Mal hier war, stand unten das Haus noch nicht. Aber auch jetzt wird hier doch sehr viel gebaut. Ach, was ich euch noch nachher zeigen muss, da drüben seht ihr das Haus, in dem Greta Garbo mal gewohnt hat. Wollte ich euch auch noch sagen. Dann kommt man hier in den Wohnbereich und das ist ganz einfach eingeteilt. Die Treppe nach oben geht hier mitten durch den Wohnbereich. Also so kann man auch mit einer Treppe im Wohnbereich leben. Und die ist natürlich unten drunter komplett eingefasst mit Regalen. Hat Anders auch selbst gebaut, auch oben drüber sind Bücher gestapelt. Dadurch sieht das Ganze wie eingerahmt aus, auch wenn man von hier nach draußen schaut. Und es natürlich durch die vielen Fenster ist alles wie ein Wintergarten. Und auf der Seite kann man natürlich rausgehen in die Outdoor-Küche. Und das ist natürlich mega Hammer. Und hier ist der Fernsehbereich, also eine Ecke zum abends zum Sitzen und zum Klönen. Kann man Fernsehen schauen, aber im Outdoor-Bereich ist auch noch ein Fernsehen. Das muss ich euch nachher noch zeigen. Und jetzt sind wir eine Runde herumgelaufen und sind jetzt wieder vorne im Flur. Hier steht noch ein Kronspießen, der ist noch original vom alten Haus. Den sieht man natürlich, wenn man hier in der Fernsehecke sitzt und Fernsehen schaut. Also von dieser Ecke kann man den Ofen genau sehen und auch das Feuer sehen an abends. Und der heizt natürlich wunderbar. Ich habe mehrere Videos über die Kronspießen gemacht, müsst ihr euch mal anschauen. Denn man braucht im Grunde genommen 6 Scheiten Holz und dann gibt der 24 Stunden die Wärme ab. Und der steht hier, weil natürlich auf der anderen Seite der Kaminzug da ist, weil auf der anderen Seite ist der Ofen angeschlossen von der Küche. Und damit ihr auch mal seht, dass man auf kleinem Raum was machen kann, IKEA-Schrank und daneben ist eine Nische, die noch frei ist, hat die Bauherrin oder die Frau vom Anders einfach einen Vorhang gemacht, dass der Staubsauger versteckt. Einfach gemacht, clever gelöst. So, und jetzt zeige ich euch mal das Ganze, was wir noch oben sehen können. Ich zeige, was ihr anschauen müsst. Schaut euch mal den Blick von unten nach oben, wie das aussieht, wenn man in der Wohnstube steht und nach oben schaut. Das finde ich auch total schön. Schaut euch das mal an. Also dann gehen wir mal weiter und schauen, was hier oben noch zu entdecken gibt. Und hier sieht man natürlich noch das alte Haus, das heißt, es ist mit Fetten hier gedeckt, das ist kein Rahmenbinder, weil es bis zur Decke, bis zur Spitze ausgebaut ist. Und hier hat Anders sägeraue Bretter innen angebracht und alles weiß gestrichen und dadurch hat es natürlich hier oben einen ganz, ganz leichten Charakter und alles ist ganz hell gehalten. Dann hat er Einbauschränke in die Abseiten, alles was, man sagt Kniestock oder wenn der Kniestock zugemacht ist, sagt man Abseite dazu. Also hat er Einbauschränke in die Abseiten gemacht. Und hier drüben ist ein Büro eingerichtet. Hier arbeitet seine Frau, sie ist selbstständig. Und hier geht es noch raus auf den Balkon, das ist auch schön. Man hat natürlich einen fetzigen Blick hier oben und vor allen Dingen, wenn man hier arbeitet, kann man noch rausgehen, ist schön. Und die Häuser, die ihr hier rundherum sieht, die 2 wunderschönen Neuengland-Häuser, die hat Anders auch gebaut.
Also das ist das Schlafzimmer und hier sind auch in den Abseiten hat er überall Schränke reingebaut und das hat er alles selbst gemacht. Das ist nichts, was reingekauft wurde, durch das es ein altes Haus ist, kann man das nicht von vornherein alles planen und ja, wie man es beim Neubau macht, sondern er hat alles Detail für Detail selbst ausgebaut und hier hat man natürlich einen ganz tollen Blick. Hier sieht man wieder in die Schären, hier sieht man das Wasser. Also ganz, ganz toll, wenn man hier natürlich aufwacht früh und hier rausschaut, macht das voll Spaß. Und jetzt zeige ich euch das Badezimmer. Daneben ist noch ein Kinderzimmer neben dem Office-Bereich und dann ist hier oben schon nicht mehr viel zu sehen. Aber das Badezimmer ist sehr cool, das zeige ich euch jetzt. Da ist natürlich als erstes die obligatorische Truhe, die man aufmachen kann für dreckige Wäsche, wo man drauf sitzen kann. Dann geht das hier weiter mit dem Waschbecken und unter dem Waschbecken hat sich Anders eine Vermauerung gemacht und dort auch eine Tür reingebaut und das ist jetzt, die Tür ist ganz mit sägerauen Brettern hat er das gemacht. Dann alles, was jeder liebt, natürlich die Badewanne, die auf Füßen steht. Die ganzen Abseiten sind wieder mit sägerauen Brettern versehen, genauso wie die Decken. Und wir haben hier eine runde Dusche. Und das Ganze ist in Schwarz-Weiß gehalten. Also eine Mischung zwischen sägerauen Brettern und schwarzen Fliesen. Sehr extravagant und cool. Beim Waschbecken möchte ich euch noch eine Besonderheit zeigen. Also die Armaturen sind klar, das sind welche von Dornbrach, das ist sehr schön. Und daneben ist aber noch eine Dusche, die kann man sowohl das WC als Bidet benutzen oder man kann sich auch, wenn man will, die Haare waschen, ohne gleich in die Dusche zu gehen. Das finde ich auch sehr clever gelöst. Eine einfache Sache und spart im Grunde genommen viel Platz. Oder besser, ja, spart im Grunde genommen Platz. Ja, und ist praktisch. Das ist typisch schwedisch übrigens. Alles, was praktisch ist. Ja, das war hier oben das kleine Reich. Und natürlich sieht das alles sehr, sehr groß und leicht aus durch dieses große Treppenauge, was wir hier haben. Dadurch sieht natürlich der Unterbereich auch viel größer aus und das Wohngefühl ist, trotzdem es bloß ein anderthalb Geschosser ist, sehr gut. Und jetzt zeige ich euch noch eine schwedische Variante, eine einfache schwedische Variante für ein Kindergitter, wenn man, damit die Kinder nicht die Treppe runterfallen, wenn die hier oben sind. Weil ich sehe immer bei den Bauherren, die sich hier irgendetwas von Ikea kaufen und hier einklemmen und alles funktioniert nicht wirklich. Und die schwedische Variante ist das hier. Mit Scharnier. So, das ist das schwedische Kindersicherungsgeländer. Das finde ich noch ganz fetzig. Es ist etwa so gemacht, als ob das Kind sehr groß werden würde. Aber ist cool. Und jetzt zeige ich euch überhaupt das Coolste von diesem Haus. Und das ist die Outdoor-Küche und die mega, mega große Terrasse. Auf der Seite ist ein Trampolin und hier wird Tischtennis gespielt. Und auf dieser Seite ist die Outdoor-Küche. Und jetzt zeige ich euch die Outdoor-Küche. Das ist natürlich voll cool. Als ich das letzte Mal hier war, ging die Terrasse noch auf dieser Höhe durch bis hier vorn und dann war Schluss. Und das hat Anders jetzt komplett abgesetzt, weil es ja, steht ja alles auf Felsen und auf Stein und hat praktisch hier so einen Rundgang gemacht mit verschiedenen Stufen und verschiedenen Höhen. Und das finde ich, also das macht das Ganze spannend und nicht langweilig. Ist viel schöner, als wenn alles eine Fläche wäre, dann wäre es viel langweiliger. Und hier unten ist die Outdoor-Küche. Da ist jetzt die Markise drüber ausgefahren. Und das hat er auch alles selbst gemacht. Das heißt, ich habe hier unten, also einfach, da hat er eine Betonplatte hier oben als Abdeckung gemacht. Und alles andere ist mit sägerauen Holz ausgestattet. Und auch die Öffnungen sind ganz einfach, so zum Rumdrehen. Selbst Kühlschrank ist hier drin, das finde ich auch mega hammercool. Der ist hier dahinter, wenn man aufmacht, halt, ich muss das hochdrehen, ist da dahinter dann der Kühlschrank. Und natürlich fehlt der Fernseher nicht. Und hier wird gleich gegrillt, Fisch gegrillt, Steak gegrillt, was so Schweden eben lieben. Und hier ist diese Sitzecke, die ist mit Rattan gemacht und ist auch total lässig und mega cool. Und hier verbringt die Familie die meiste Zeit. So sagt mir das Anders. Ja, und jetzt können wir eine Runde um das ganze Haus herumgehen. Natürlich fehlt hier heute die Schwedenfahne, aber der Stab ist da, aber die Fahne ist weg. Und da hinten, da ist das Haus, was ich euch vorhin schon gesagt habe, von Greta Garbo. Die hat dort mal gewohnt.
Ja, und jetzt sind wir eine Runde herumgelaufen. Ach, das ist hier kein Stromkasten, weil wenn hier den Schweden mal langweilig ist, dann spielen sie Dart. Und scheinen auch gut zu treffen, weil die Fensterscheiben rechts und links sind noch ganz. Ja, und jetzt sind wir wieder vorn. Das bedeutet, hier vorn ist die Morgenporch zum Frühstücken. Und man kann von hier wieder in die Küche gehen. Und jetzt haben wir eine Runde um das ganze Haus gemacht. Und ich hoffe, das hat euch gefallen. Mir fällt noch eine Sache ein, die ich euch erklären will. Und das sind hier in diesem Fall die Fensterleibungen. Weil die sind hier rund gemacht und hier unten rund gemacht. Es ist immer sehr einfach gehalten. Aber durch diese kleine Rundung sieht das Ganze viel gefälliger aus, als wenn es einfach nur vier Ecken wäre. Und oben natürlich das Kapitell. Das ist jetzt hier noch vom Originalhaus übernommen, ist hier auch drauf. Und das Ganze mit schwarzen Blechen diesmal abgesetzt. Also das sind immer Details und Kleinigkeiten, aber die bringen den Charme in das Haus. Also nun ist Anders doch noch gekommen und hat mir eine Schwedenfahne gebracht. Er konnte es natürlich nicht auf sich sitzen lassen, dass ich sage, dass er noch nicht mal eine Fahne hier hat. Also jeder ordentliche Schwede hat eine Fahne im Haus. Und das ganz Wichtige, wenn die Fahne zusammengeklappt ist, darf man nichts Gelbes sehen. Also so muss sie zusammengeklappt sein. Ist kein Witz. Ich hoffe es, dass es kein Witz ist. Und jetzt hissen wir natürlich noch die Fahne, bevor wir gehen. Anders geht's natürlich nicht. Also Punkt A, ich muss es erstmal locker machen. Punkt B, man macht die Haken auseinander und befestigt die Fahne. Ich hoffe, hier gibt's nicht oben und unten. Und ich mache einen Fehler. Aber das scheint zu klappen. Also. Wir in Schweden. Perfekt. Ich bin begeistert. Also das war's jetzt mit unserer Tour hier in Schweden. Und jetzt habt ihr mal ein originales Schwedenhaus in Stockholm gesehen, das schon sehr alt ist, also gebaut wurde 1960. Für alle diejenigen, die Angst haben, dass das ein Holzhaus nicht so lange hält und wie oft man es streichen muss, habt ihr hier mal jetzt das lebende Beispiel gehabt, wie sowas aussehen kann, wenn es etwas älter ist. Und jetzt freue ich mich natürlich, wenn euch das Video gefallen hat und danke, dass ihr bis jetzt dabei geblieben seid und ich freue mich natürlich in den Kommentaren über eure Fragen und eure Meinung zu diesem Video. Und vergesst in jedem Fall nicht, die nächsten zwei von mir empfohlenen Videos zu schauen. Im ersten lernt ihr mehr über Schweden und im zweiten über Schwedenhäuser. Und in jedem Fall vergesst nicht, diesen Kanal hier zu abonnieren. Und dann bekommt ihr immer was empfohlen, wenn wir ein neues, cooles Video gedreht haben. Und wir haben sehr schöne Sachen für euch vorbereitet. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Und jetzt sehen wir uns im nächsten Video.